damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Momentan noch nicht Reign of Giants und momentan noch nicht Screecher. Ich habe im Screecher mal gedownloadet und mal probiert, was das ist. Es ist so eine Art Slenderman im Don't Starve Style. Wir können das gerne mal spielen, aber momentan nicht, da ich ja momentan alle Let's Plays auch runterfahre. Und deswegen spielen wir eine weitere Runde Don't Starve. Warum das jetzt eine Abbrechung gab hier während der letzten Folge. Ich habe dann mit diesem Herrn hier gestartet. Mit dem da. Er hat eine ziemlich geile Axt. Problem an der Sache, was ich nicht wusste. Wenn er seine Axt... Deswegen hier ist der Terrible Secret. Ich werde es mal noch nicht verraten, was mit dem ist. Auf jeden Fall bin ich nach einem Tag gestorben, weil ich das nicht wusste und sofort krepiert bin dadurch. Wir werden jetzt einfach mal mit unserem Scheiße-Sammler weiterspielen. Auf in eine neue Runde und es gilt 25 Tage zu schlagen. Regulation Spiders, warring a keen sense of fear. Na dann. Für alle, die neu sind, lese ich nochmal alles vor. Say Paul, you don't look so good. You better find something to eat before night comes. Das freut mich sehr tot. So. Wir legen schon mal los hier und ich versuche jetzt mal auch ein bisschen so diese Dinger hier zu nutzen. So. Wir sammeln mal ein bisschen Essen und so Zeug auf. Und ich hoffe einfach mal, dass wir schnell an ein wenig Rohstoffe bekommen für die erste Science Machine. So. Da haben wir schon den ersten Baum. Nehmen wir mal mit. Und wir haben jetzt auch normale Tage wieder. Also es wird schwerer jetzt werden auf jeden Fall. Es wird nicht mehr so einfach sein, wie wir das vorher hatten. Mit den kurzen Tagen, mit den langen Tagen und so. Also wir werden vielleicht sogar weniger schaffen jetzt. Geht also nicht davon aus... Oh, ich habe zu wenig Stöcker. Geht nicht davon aus, dass wir jetzt hier den absoluten Jackpot machen, weil wir das schon kennen alles. Es kann gut sein, dass wir hier jetzt richtig abkacken. So, dann geht's mal los hier. Klack. Klack, 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 klack. So. Ja, ein bisschen von dem Zeug hier mit, weil... Die brauchen wir für den... Oh, guck mal, ein Speer. Wir haben ein Speer gefunden, sehr geil. Als Fingerfick kennt Fixes. Okay, wir nehmen alles mit, außer die bösen Blumen nehmen wir natürlich nicht mit. Weil damit daraus können wir uns zwar sicher was machen, aber ich denke mal, dass das eher für andere Charaktere gedacht ist, die vielleicht sowas brauchen. Kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Und hier haben wir einen Höhleneingang. Cool. Auch schon ewig nicht mehr gesehen, sowas. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal runter. Machen uns mal eine Fackel. Ich kann jetzt schon nichts mehr tragen, was ist denn das? Eat. Flup. Und runter da. Und dann gucken wir. Ja, da hat es gerade meine Aufnahme und hat es gerade mein Spiel beendet, als ich runtergehen wollte. Interessant. Interessant. Better him than me. Na mal schauen, was wir hier so finden. Wow. Okay. So war das nicht geplant. Muss da lang. Ist ja krass. Okay, also können wir hier noch nicht lang gehen, weil wir müssten hier an den Spinnen vorbei, um überhaupt durch... Und was doch interessant ist, dass mich das Spiel ständig rausschmeißt, wenn ich in die Höhle rein oder rausgehe. Das ist ja sehr toll.
Ich wollte es dir gerade mal zeigen. So, jetzt sind wir wieder hier oben. So, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Das war jetzt natürlich, kann ich Gräber ausheben? Ach du Scheiße. Ich kann Gräber ausheben. Ist das Gold? Nehme ich natürlich mit. Gold brauchen wir auf jeden Fall. Brauche ich für die X für die Science Mission noch? Holz brauche ich noch. Oh lol. Ja gut. So. Wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier noch schnell was finden, was ein bisschen einladender aussieht. Hier oben sieht ganz cool aus. Und dann haben wir mehr Gold. Ja, super. Kann ich sogar mitnehmen, siehst du. Flup. Meine Fackel ist anscheinend weg, warum auch immer. Stört mich jetzt aber nicht wirklich. So. Klack, klack. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich gehe jetzt mal gerade ein bisschen auf die Nerven, dass wir im Dunkeln arbeiten, aber nicht so stark. Bis jetzt hat er noch keine Nacht hier hinter sich. Das hat zwar damit nichts zu tun, aber es wäre zumindest... Das wäre zumindest noch so ein Ding, was die Glaubwürdigkeit ein bisschen erhöhen würde. Wenn er natürlich noch keine Nacht hinter sich hat hier, dann weiß er natürlich auch nicht, dass hier nachts auf ihn wartet. Das heißt, er müsste theoretisch, je nachdem wie viel Besitz er hat oder wie sicher er ist, dann mehr oder weniger Angst bekommen. Ja, aber dann glaube ich schon ein bisschen zu glaubwürdig wieder. Flup, flup. So. Oh. Da muss man eine Spitzhacke bauen. Flup. Und alles aufsammeln. Und dann baue ich mir jetzt hier mein Lagerfeuer hin. Aktivieren wir diesen Thron. Ah, it's so dark. Hui. Ich habe mein Holz aufsammeln können noch. Nehmen wir das dann noch mit. Dann tun wir den noch abfarmen. Ist nichts Besonderes, jetzt aber ein Holz mehr. Und wir haben jetzt uns eh nichts zu tun in der längeren Nacht, die es hier ist. So. Cool wäre es natürlich, so ein Ding direkt am Spawn zu haben, also wo man sein Haus hat. Das wäre natürlich nochmal so eine Ecke cooler. Ich würde mir natürlich gerne eigentlich eine Science-Maschine bauen, aber... Die kostet auch ein bisschen was. Science Machine, genau. Deswegen möchte ich ungern jetzt... Die kostet die eigentlich gar nicht, gell? Komm, ich baue mir jetzt einfach mal hier eine. Und dann bauen wir uns jetzt eine Schaufel. Und jetzt können wir noch bauen. Refine. Wir können uns Boards und Stonecuts machen. Brauchen wir momentan noch nicht. Wir können uns auch noch was anderes hier machen, sehe ich gerade. Ach, Pitchfork und hier das brauchen wir jetzt auch nicht. Und das war's dann auch schon. Wichtig haben wir jetzt eigentlich die Schaufel, denn jetzt können wir auch Zeug mitnehmen. Das Ding, das wir da stehen, das ist auch kein Ding.
So. So. Oh, das lasse ich hier stehen und da haue ich jetzt einfach mal dieses Ding hin. Das kann ich hier stehen stellen. Über den Zwerg, das bleibt jetzt hier stehen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn das hier bleibt. Und hier sehe ich eine Menge Steine, nehme ich auch alle mit mal. Ja, die werde ich bestimmt noch brauchen. Ich versuche eigentlich mit dem dritten... Ich glaube, wenn wir mit dem dritten Tag es wirklich schaffen sollten, uns eine Bisonherde zu suchen. Also eine richtig gute. Dann haben wir es auch geschafft. Und dann sollten wir es wirklich hinkriegen mit dem momentanen Wissen, was wir haben. Und am besten hier neben so einem Steinfeld. Und wo so neben so einem Steinfeld ist auch doof. Weil die Steinfelder sind ja immer noch alle. Da sollte man sich nicht dran festmachen an so einem Steinfeld, aber... Also eine schöne große Bisonherde, die man dann vielleicht... Wo man am Anfang vielleicht so ein großes Steinfeld daneben hat, womit man sich die Bisonherde einzäunen kann vielleicht. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee ist, die Bisonherde sich einzuzäunen. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Lalalalalala, können wir mal alles hingucken. Bevor wir dann dreimal da rennen müssen, wenn wir einmal hier sind, können wir auch jetzt machen. Da müssen wir später nicht mal losrennen und verschwenden Zeit. So, klack, klack. Gold auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Dann mach ich gleich meine Spitzhacke. Ach, die siehst du, die ist eh kaputt, die Spitzhacke. Ja, das passt doch super. Das nächste mitnehmen und auch den nehmen wir mit. So, da ist wieder einer. Ja, halt echt cool, wenn wir gleich am Anfang so von jedem 20 bekommen, bevor wir unser Haus finden. Dann müsst ihr auch wahrscheinlich auch mal auf der Grünfläche kommen, damit ich so viel Zeug finde. So, da nochmal ein Flint, da nochmal ein Flint. Da nochmal ein Stein und da nochmal ein Stein. Sollte der Stein eigentlich voll sein, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher gerade. Na, nimm mit. So. Klack, klack. Stein ist voll, gell? Genau. Den Ding, wo man nicht 20 nehmen kann, kann man nur 40 nehmen. Wobei manche kann man nur 10 nehmen und ja, das stimmt gar nicht mitnehmen. So. Hier drüben, das kommt alles weg. Klack, klack. Von denen kann man ja glaube ich nur 10 mitnehmen, soweit ich weiß. Die schauen mal nebeneinander. Also will ich mir Werkzeuge nebeneinander lege. So, super. Ich gerade die Frage, wo mache ich jetzt hin? Gleich mal auf die Map, aber der zweite Tag ist auch bald vorbei. Okay, ich bin einmal jetzt im Kreis gelaufen. Gar nicht so schlecht. Da habe ich schon mal ungefähr die Grenzen abgemacht. Und weiß, dass sie auf mich hinzukommen. It will be getting dark soon. Oh mein Gott, ich hab Hunger. Nahrungstechnisch haben wir noch nicht so viel gefunden, muss ich gestehen. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Wenn wir da nicht ein bisschen mehr finden, dann könnte es auch knapp deswegen werden. Da hat man beim letzten Jahr mal nicht so die Probleme, da haben wir gleich ziemlich viel Nahrung gefunden. Das muss aber nicht immer so sein und ich hoffe, dass es trotzdem diesmal so ist. So, wo sind wir jetzt? Sind wir hier? Da ist Nahrung. In dem Buddha ich natürlich auch komplett Ausgleich. Und der kommt für...
super, genau. Hat perfekt gereicht, nehmen wir natürlich alles mit hier. So. Na, ist. So, das nehme ich mit. Und dann das. Und dann das. Dann mache ich schon meine Fackel. Was ist das denn? Cool! Wir haben eine Weste gefunden. Noch ein bisschen was an Nahrung. Ich bin da immer so gerade. Oh, jetzt geht es hier mit der ganze. Ich konnte immer abwägen, dieses dämlichen Zeug hier. Jetzt habe ich natürlich meine Schaufel weggeschmissen. Ich bin so behindert manchmal. Schaufel. Bunte Murmeln. Interessant. Müsste Buttons, okay. Oh, das sieht edel aus. Obwohl, das kann ich eigentlich auch ins Feuer hauen, oder? Bad Fool. Ich habe gerade irgendwie Angst gehabt, dass ich eventuell was ausgrabe, was mir nicht gefallen könnte. Alter, ich kann ja aus dem Grab und Gräbern allen möglichen Mist mitnehmen, what the fuck?